Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Somit ein herzliches Willkommen, liebe Teilnehmer. Kurz mal Feedback. Seht ihr das Bild und hört den Ton? Ich meine, diesmal läuft wieder alles rund, wie es sein soll. Und wenn uns das Internet hold bleibt, dann dürften wir hier die nächsten 45 bis 60 Minuten, ja, uns dem Forex Bowl zuwenden. Das heutiger Gegenstand des Themas. Jawohl, Alphonse, vielen Dank für das unmittelbare Feedback. Insofern auch bei mir die Ausschläge alle grün und herzlich willkommen zum heutigen Workshop hier bei JFD. Euer Platz für Trader, aber natürlich auch mittlerweile Investoren, denn Multi-Asset, also hier auch echte Aktien oder auch Rohstoffe, natürlich bei JFD handelbar aus einem Account heraus. Und in dem Sinne ist es uns auch ein Anliegen, dass ihr natürlich auch das Diversifizieren lernt. Und da schlagen wir so ziemlich genau mal in die Kerbe auch vom Forex Bull, nämlich unserem heutigen Workshop. Ihr wisst bekanntermaßen, worum es heute gehen soll, sonst hättet ihr euch auch nicht angemeldet. Denn hier Schwerpunkt des Themas ist natürlich hier die Anwendung und auch die Erfahrung rund um den Forex Bull zu teilen. Ich hatte zuletzt noch in der einen oder anderen E-Mail geschrieben, willkommen in der Familie der Forex Bull Anwender, denn klarerweise im Rahmen der Veröffentlichung unserer Kooperation, der Wiederreaktivierung des Tools und natürlich auch der ein oder anderen Signalgebung öffentlicher Natur, sprich im Devisenradar, wie er häufiger integriert, beziehungsweise auch gern mit schriftlicher Dokumentation im Rahmen dessen, was sich da so ereignet hat, wird der Forex Bull ja immer bekannter. Und das ist natürlich auch Sinn und Zweck der Maßnahme, um natürlich hier aufzuzeigen, dass man auch mit gewissen Tools und Features den Markt schlagen kann. Und genau darum soll es heute gehen. Ich führe euch sozusagen ein Stück weit ein in die Thematik. Vielleicht hier vorab auch nochmal nachgefragt, wer sich hier bitteschön bereit erklärt, auch Feedback zu geben. Wer ist denn sozusagen schon Forex Bull Anwender? Dann vielleicht einfach mal ein Ja reinschreiben. Wer Interesse hat, einfach mal Interesse reinschreiben. Und viel mehr kann ich eigentlich gar nicht aufführen. Für den höchstens, der das erste Mal noch dabei ist, also dann noch eine 1 vielleicht dahinter setzen. Das wäre ganz spannend, damit man einfach weiß, oder ich weiß viel mehr, mit welchem Publikum ich es hier zu tun habe. Jetzt strömen schon die ersten Antworten rein. Wir kriegen auch immer noch weitere Anmeldungen rein, beziehungsweise viel mehr Teilnehmer. Insofern, jawohl, viele sind das erste Mal dabei, haben Interesse. Es gibt auch, das ist sogar der Großteil, genau darum geht es ja auch in diesem Workshop, liebe Teilnehmer. Ja. Für Anwender gibt es ja, wie gesagt, immer genug Content schon im Rahmen der hin und wieder im Devisenradar darstellenden oder in dem einen oder anderen Webinar aufgeführten Setup. Und ich sage euch heute eben trotzdem auch mal, wie ich grundsätzlich vorgehe, beziehungsweise wie man vorgehen kann, um das Tool zu nutzen. Also wie gesagt, ich werde es dann nochmal aufrufen, so in 5 bis 10 Minuten, weil wie gesagt, der Raum füllt sich immer weiter und ja, wir sind schon über der Zeit. Aber natürlich die Anfrage, wer von euch ist schon Forex Bull Nutzer, ja reinschreiben. Wer Interesse hat an dem Tool, aber eben noch kein Nutzer ist, dann eben Interesse. Und wer das erste Mal dabei ist, bitte auch da mal einfach eine 1 reinschreiben. So. Kommt auch gerade was vom Will. An der Stelle habe den Forex Bull getestet und melde mich kurzfristig an. Hey, also super, super. Heute, wie gesagt, geht es so eben ein Stück weit um die Einführung. Und da will ich auch, ich habe viele Slides mitgebracht. Ich meine, es sind in Summe 40, keine Panik. Die werde ich mal rigoros auch überspringen, weil Grundlagen habe ich schon oft gemacht. Und hier soll es ja auch um die Praxis gehen. Der Workshop selber übrigens natürlich immer wieder in einem Wiederholungseffekt, soll heißen, wir starten den Workshop in jedem Fall einmal im Monat, bei weiter aufkommendem Interesse vielleicht sogar auch zweimal im Monat und ohnehin geplant ab 2021 durchaus, dass wir den Forex Bull auch in den Trading Room häufiger mal integrieren. Und also bin ich genau bei dem Punkt mit der Forex Bull Anwenderfamilie, mit dem Forex Bull Club sozusagen, weil man sich natürlich hier auch austauschen kann und es sicherlich auch Sinn und zweckmäßig ist, hier mit dem Tool sozusagen ja auf Tuchfühlung zu gehen. Letztlich, worum geht's? Wir haben hier ein Tool inne,
was wieder reaktiviert wurde. Ich kenne es selbst seit 2011, 12, also wirklich schon lange, hat es auch lange, lange in der Anwendung. Dann gab es ein Stück weit eine Pause, auch vom Entwickler her, den ich allerdings auch persönlich kenne. Der liebe Stefan an der Stelle sei gegrüßt, falls er das Web mal sieht oder hört. Wie gesagt, wir haben nie den Kontakt verloren und er ist da sehr aktiv im Bereich eben der künstlichen Intelligenz, der Saisonalität, der Zyklen. Hat ja hier auch den Seasonal Bull am Start. Das ist ein Tool, wo man auf Swing-Trading-Basis ja, Signale erhält für den Zeitraum 5 bis 25 Tage. Und da geht es auch um 10.000 Underlyings. Das heißt, man hat so gut wie alle Aktien drin. Man hat Devisenpaare, Rohstoffe, Indizes. Wer da Interesse hat, der kann als JFD-Kunde auch einen Preisvorteil erhalten. Da genügt einfach nur eine E-Mail an unseren Support. Also hier support@jfdbank.de, Interesse Seasonal Bull und da kann ich dann nochmal persönlich in den Kontakt treten. Aber der Forex Bull ist eben hier nochmal sozusagen in die Terminologie Künstliche Intelligenz, Logik, Schrägstrich, Pattern, Mustererkennung im Intraday-Bereich oder für den Intraday-Bereich konzipiert und nicht eben auf 5 bis 25 Tage, obgleich das die Kristallkugel auch kann, wie wir gleich sehen werden. Aber grundsätzlich ist es eben etwas, wo man sozusagen eine Kursprognose mit eben auch Handelsempfehlungsansätzen erhält, die man dann individuell umsetzen darf. Und da sind wir eben auch hier schon mal im Präsentationsthema, denn die Intraday-Signale für den aktuellen Handelstag sind zum einen bei Devisen ab 23 Uhr des laufenden Tages verfügbar. Das heißt, am Abend ab 23 Uhr, wer nicht schlafen kann oder gern die Night Action sucht oder hier schon analysiert, kann in der Tat schon ab 23 Uhr die Pattern des nächsten Tages abrufen. Aber grundsätzlich, Indizes kommen in der Nacht um 2, um 3, ist es auch nicht nachträglich, wenn man einfach sagt, okay, wir gehen erst ab 6, 7 Uhr an den Desk, um den Forex Bull in die Beschau zu nehmen. Hängt auch damit zusammen, dass ich selbst gern die Asia Session abwarte. Hier das Zeitfenster, um es konkret zu sagen, von 23 bis 7 Uhr. Das ist die Range. Das sind die 8 Stunden, die ich sozusagen den Markt Markt sein lasse. Da haben wir im Prinzip eben die Asia Session. Und dann beginnt der europäische Handel, dann kommt Big Ben, die European Session dazu und dann hat man im Prinzip auch das Volumen, was meistens dann auch die Trendimpulse des Tages setzt. Hier also gleich mal mitnehmen, wir bekommen rechtzeitig Signale. Auf jeden Fall am Morgen hat man hier ein Fundament, mit dem man arbeiten kann und diese sind dann idealerweise, und da wohnen wir sozusagen hier am goldenen Punkt, wir wohnen genau zwischen dem asiatisch-pazifischen Zeitfenster, Schrägstrich Akteuren und eben den US-amerikanischen und das summiert sich eben in der European Session, sowohl eben am Morgenhandel, wenn dann richtig Volumen eben auch aus Great Britain kommt, Schrägstrich eben von der EU-Zone und dann insbesondere, wenn der asiatische Handel austropft, der europäische Handel über die Mittagszeit dann wieder auch runterfährt, um dann am Nachmittag natürlich mit dem US-Handel, der dazukommt, wieder hochgepusht zu werden. Also es ist in sich genommen eine sehr schöne Entwicklung, die man rein unter Positionsgesichtspunkten hier in Deutschland oder wer uns auch aus Österreich und der Schweiz zuschaut, eben inne hat, um mit diesem Tool auch zu agieren. Letztlich, wie gesagt, ist das Besondere an dem Tool eben die künstliche Intelligenz. Das ist also hier eine Mustererkennung, die ja nicht nach klassischen Chartmustern geht, wie aufsteigende Dreiecke, fallende Dreiecke oder Candlestick-Pattern, wie eben, wir hatten ja jetzt hier beim Silber erst den Evening Star oder eben den Bullish Engulfing oder Hammerkerzen. Man kennt da ja vielerlei im Rahmen der technischen Analyse. Und hier beim Forex Bull geht es schlichtweg um Open, High, Low, Close. Er analysiert also hier Barkerzen-Charts, um mit diesen auf die Vergangenheit bezogen einen Blick in die Zukunft zu wagen. Also er analysiert die Vergangenheit und wirft sozusagen einen Blick in die Zukunft und macht das jede Nacht aufs Neue. Also hier gibt es keine starren Candlestick-Muster, sondern eine Pattern-Abfolge von mindestens 3 Tagen, 4 Tagen, 5 Tagen. Das werden wir dann gleich mal uns anschauen im Tool, dass man hier sozusagen eine Vorausschau erhält, um eben hier für den Intraday-Handel Ideen zu bekommen, was man sich anschauen kann. Und klarerweise, darauf weisen wir auch stets in den E-Mails hin oder auch wenn Kunden dann die Lizenzgebühr abfragen, dass man natürlich hier Tendenzen bekommt. Trendtendenzen aufgrund der Vergangenheit. Interessanterweise werden natürlich hier tägliche Prognosen für High, Low und Close ausgegeben, aber das sind natürlich Richtwerte aufgrund der vergangenheitsbezogenen Pattern, wie wir sehen werden. Das heißt nicht, dass das punktuell immer erreicht wird, aber es gibt Tage, da ist es fast wie eine Schablone. Grandiose Verläufe hängt dann auch immer mit dem Momentum zusammen. Das heißt, man braucht natürlich hier auch Volatilitäten, um die Signale ausgeführt zu wissen, Schrägstrich auch im Ziel letztlich zu haben. Das ist ein Prozess, den kann man nie vorausahnen. Und deswegen sage ich auch immer,
Der Ideenlieferant Forex Bull ist dafür da, über den Tellerrand, über Euro, US-Dollar oder auch DAX hinaus einfach Ideen zu finden, die man sich dann allerdings manuell am Chart mit seinen eigenen Setups abgleichen sollte, um den Weg zu finden. Und da komme ich gleich mal zum nächsten Slide. Ich rede hier schon wild los. Ich hoffe, wie gesagt, jeder kennt mich schon mehr oder weniger, hat auch schon das ein oder andere Webinar mit mir genossen. Ich selbst, wie gesagt, hier schon lange am Markt aktiv. Ja, mein Favorite, der Forex-Markt seit 2007, damals noch in den USA ein Handelskonto gehabt bei einem Broker, der mittlerweile seine Lizenz in den USA verloren hat. Wusste ich damals nicht, war mir auch gar nicht bekannt. Insofern aber auch immer wieder wichtig, gerade für die Neueinsteiger, die heute das erste Mal dabei sind. Prüft, mit wem ihr handelt. Und JFD, ja, ihr seht das, ich bin damit verbunden. Klarerweise kenne ja auch den CEO sehr gut. Schon vor JFD-Phasen und Zeiten hatten wir ja schon Kontakt im Rahmen unserer damaligen Analysten- und Trading-Aktivitäten. Und letztlich aber hier ist mein Weg zu JFD gekommen, eben weil ich hier am Interbankenmarkt agieren kann. Die Forex-Preise tight sind, wir sind direkt angeschlossen, wir machen keine Spielchen, wir handeln niemals gegen den Kunden. Das ist einfach eine faire Geschichte und insofern bin ich natürlich auch im Rahmen meiner Erfahrung dann natürlich auch über viele Broker gestolpert, um dann eben ab 2011, ich war auch einer der ersten, die dann hier Konten bei JFD eröffnet hatten, um dann eben hier bei JFD zu landen und dann, wie gesagt, auch schon recht frühzeitig da neben dem eigenen Interesse hier auch mit JFD dann eine Kooperation einzugehen, die sich immer weiter ausgebaut hat. Und der Forex Bull selber, auch für alle, das ist auch manchmal missverständlich, steht eben hier exklusiv JFD-Kunden zur Verfügung. Das heißt, Demo-Testen kann jeder. Das sind 14 Tage for free, gar keine Frage. Nur will man das Tool dann eben im Nachgang für mindestens 4 weitere Wochen testen. Und nochmal dazu auch, das Monatsabo ist eben immer auf Monatsabo bezogen. Also von dem Tag der Buchung bis zu dem nächsten Monat des Tages der Buchung des Vormonats. Also immer 4 Wochen gültig. Man kann immer nach einem Monat auch kündigen. Und hier sind 30 Euro netto. Pi mal Daumen, der Euro pro Tag jetzt meines Erachtens auch nicht zu viel verlangt, um dieses Tool auch ausgiebiger zu testen. Will man es dann eben über die Testphase die 4 Wochen mindestens mal live testen, bedarf es einen Live-Accounts ohne Kapitalisierung. Ihr habt auch keine Mindestanforderungen. Wir wollen einfach nur hier schon mal den Weg geebnet wissen, dass ihr auch wirklich einen Handelspartner habt, der eben nicht gegen euch handelt, der nicht sozusagen daran interessiert ist, dass ihr Geld verliert. Und mit diesem Tool wollen wir eben allen JFD-Kunden auch hier eine Unterstützung bieten. Und das ist eben so ein exklusives Feature, wo ich sehr froh drum bin, diesen Forex Bull reaktiviert zu wissen, weil er eben ab 2017, 18, 19 so ein Stück weit in der Versenkung unterging und der Entwickler auch gar nicht mehr das Interesse hatte, dieses Tool an den klassischen Trading-Markt anzubieten. Wie gesagt, Spring Techno und der liebe Stefan sind hier in dem, ja, sag ich mal, in dem Family Office in Vermögensverwaltungsaktivitäten integriert und dafür nutzen sie auch den Forex Bull und andere statistische Pattern, wie eben auch den Seasonal Bull und dergleichen. Und im Prinzip war das gar kein Augenmerk mehr, den Forex Bull da irgendwie unters Volk zu streuen. Aber da ich ja eine Passion dafür habe und auch, wie gesagt, die Vorteile des Tools einfach schätze, auch im Rahmen der Diversifikation, ganz, ganz wichtig, hier anzugreifen. Summa summarum, darauf wollte ich eigentlich hinaus auf diesem Slide, neben dem der Darstellung dessen, dass was JFD bedeutet, was es für mich bedeutet, was es für euch bedeuten sollte, wenn ihr noch keine Kunden seid, aber hoffentlich dann werdet, gerade im Zuge dieses Tools, ist es natürlich wichtig, dass ihr euer eigenes Setup entwickelt. Und ihr wisst das, auch unser CEO Lars Gottwick, damals Rainbow Trader gewesen, ich auch Trend-Trader, habe natürlich mit dem Rainbow-Trading sozusagen dann auch Fuß gefasst. Damals waren es bei mir die multiplen gleitenden Durchschnitte und grundsätzlich aber hier für mich die Price-Action wichtig. Und man muss hier diese Signale beim Forex Bull eben individuell abgegrast wissen im Rahmen dessen, dass man sagt, okay, auf was achte ich denn jetzt? Ist der übergeordnete Trend wichtig? Schaue ich auf den 4-Stunden-Chart, Stunden-Chart, 15-Minuten-Chart? Auf welche Dinge achte ich eigentlich? Und das ist eben etwas, wie man sozusagen sein eigenes Setup kreiert und seinen eigenen Baukasten der technischen Analyse entwirft, ist es natürlich auch hier wichtig, dass man so seine Herangehensweise an den Forex Bull unterstreicht. Und hier haben wir eben auch, Gott sei Dank, endlich auch das Handbuch geupdatet, sodass ihr hier am Ende des Tages auch einen Fahrplan habt, wie ihr dann praktisch die Signale erstmal filtert und auch eine Idee, wie man dann sozusagen neben der Signalfilterung dann auch unter Umständen in gewisse Trades geht. Das aber, wie gesagt, alles unverbindlich, das sind keine Handelsempfehlungen, weil jeder muss das mit seinen eigenen Setups kombinieren und dann eben dominiert umsetzen. Klar, ohne Fakes und Spielchen muss man einfach dann auch tight seine Trades absondern, klares Risiko definieren und Vollgas geben. Und wenn der
statistischer Vorteil sich auch durchsetzt, dann hat man mit dem Forex Bull hier vielerlei, sage ich mal, Chancen am Markt auch zu agieren. Ich will aber auch gleich hier die Euphorie etwas ausbremsen, denn Mustererkennung gibt es natürlich überall und diese Mustererkennung ist natürlich hier entscheidend im Rahmen dessen, dass diese immer wieder nur Ideen für die Zukunft liefert, aber es ist natürlich kein heiliger Gral ist. Wir brauchen Volatilität, wir brauchen Momentum und wir brauchen auch gewisse Triggermarken, um hier eben sozusagen dann direkt anzusetzen. Und jetzt habe ich hier nochmal die Agenda kurz aufgeführt. Da will ich, wie gesagt, drüber springen im Großen und Ganzen. Es geht nämlich vielmehr darum, dass wir praktisch hier direkt zum Forex Bull einsteigen im Rahmen des Workshops, weil man natürlich hier sagen kann, Workshop, Forex Bull, wir wollen direkt ans Eingemachte und saisonale Tendenzen und statistische Grundzüge möchte ich jetzt hier gar nicht erörtern, weil wir ja auch praxisnah dieses Tool uns gleich anschauen wollen. Insofern gehe ich nochmal kurz raus aus den Slides, überspringe jetzt mal hier die ganzen Agenda-Punkte, um dann relativ zeitnah an eben den Forex Bull zu kommen. Ich will euch auch gleich hier nochmal direkt scharf den Forex Bull zeigen von heute. Sekunde, jetzt mache ich den mal ein bisschen kleiner. Für alle, die den nicht kennen, wie gesagt, so sieht es natürlich aus. Wir haben oben die Long Pattern und unten die Short Pattern in Rot. Das war früher auch nicht so. Das haben wir auch ein Stück weit upgraden lassen. Und im Prinzip sehen wir hier Euro-Austral-Dollar heute mit einem bärischen Pattern. Wir sehen aber, dass der Austral-Dollar mächtig unter Beschuss steht heute. Und im Prinzip hat sich dieses Pattern schon erledigt, obgleich hier aufgrund der 3-Tage-Analogie hier der vierte Tag bärisch daherkam, hat sich das Signal noch nicht mal ansatzweise aktiviert. Das werden wir uns im Live-Chart dann mal anschauen und hier nochmal zum Mitschreiben, liebe Leute. Die Signale, die hier alle auftauchen, wie auch heute eben, das ist interessant, dass wir den Austral-Dollar, US-Dollar hier bullisch haben, Schrägstrich Euro-Austral-Dollar in dem Kontext als bärisches Pattern und hier aber natürlich heute eine komplett gegenteilige Entwicklung haben. Dies wird dazu führen, dass die grundsätzliche Pattern-Logik, die wir auch hier unten links sehen, das ist sozusagen immer die Vorausschau des Forex Bulls. Also zum Definieren haben wir hier sozusagen die Pattern-Tage. Und hier wird dann immer, das sehen wir auch, wenn wir draufbleiben, grüne Charts sind die ermittelten Pattern, die sozusagen der Forex Bull identifiziert hat. Und der weiße Chart ist dann sozusagen der entsprechend kristallisierte Handelstag. Kristallisiert deswegen, weil wir hier oben auch eine Kristallkugel haben, die auch immer sehr zweckdienlich ist, wenn man sozusagen einfach erstmal zum Start in den Tag ein grundsätzliches Gewichtungsverhältnis an Währungsstärke, Währungsschwäche sehen möchte und dann natürlich auch einzelne Pattern sozusagen direkt definiert wissen will, ohne hier auf die linke Seite im Szenario direkt die einzelnen Pattern anzuklicken. Also nochmal wichtig hier. Heute haben wir im Prinzip tragfähige Signale gehabt, die sich aber leider alle komplett umkehrten, schon in der Asia-Session, schon im Nachthandel oder aber auch hier gegebenenfalls jetzt während der European-Session, weil wir haben jetzt in den letzten 1, 2 Stunden ein schönes Momentum gesehen. Aber wir werden uns hier dann auch ein paar anschauen, was sehr, sehr interessant daherkommt, nämlich heute ein Yen-Pair, was eben auch viele nicht auf der Pfanne haben, hier nämlich Schweizer Franken-Yen. Schauen wir uns, wie gesagt, an, weil das ist ein Pair, was hier unter Umständen interessant sein könnte, auch im Kontext dessen, dass man die Signale ein Stück weit interpretieren darf. Ja, wir sehen heute einen bullischen Handelstag und zum Tool selber spannenderweise haben wir hier sozusagen immer wieder auch die Prognosedetails. Wir gehen auch mal kurz auf Euro-Yen. Der hat sich im Prinzip leider erledigt aufgrund der gegenwärtigen Schwäche. Hier haben wir auch ein entsprechendes 3-Tage-Pattern und den 4. Tagesauswurf. Hier haben wir interessanterweise auch 2 Pattern sogar. Das ist immer sehr interessant, wenn wir eben hier neben einem Pattern ein zweites haben. Und das ist dann meistens der Grund, ich klicke mal auf das zweite, dass wir hier sozusagen ein 4-Tages-Pattern haben. Ihr seht das. 2, 3, 4 und der 5. Tag wird kristallisiert. Und hier wieder das erste Pattern mit den 3 sozusagen Abfolgen um der Mustererkennung und hier sozusagen das zweite Pattern dann entsprechend mit 4 Tagen und dem 5. Tag als Auswurf. Hier aber wichtig eben, dass diese Prognosen, setzt es auch an dem blauen Button, der gerade auftaucht, hier natürlich eben die Tendenzen sind und wir hier sehen, aha, das erste Pattern hatte hier eine knappe Trefferquote von 68% bei 218 Erscheinungen. Super, das ist die erwartete Tendenz. Wie gesagt, Open, High and Close wird hier Open Quatsch. High, Low und Close wird hier angezeigt, also hoch, tief und close und die Erwartung des jeweiligen Handelstages. Grundsätzlich hier darauf zu achten, die Anzahl Häufigkeit. Denn, und hier gilt so ein Stück weit eben anhand der statistischen und auch auf die meteorologische Sicht betrachtete Erkenntnis im Rahmen der Statistiklehre,
Eine Wiederholungsfolge wird tendenziell eigentlich relevant, wenn wir von Wiederholungen größer 30 ausgehen. Das heißt, wenn wir hier Pattern sehen, die 16 Mal aufgetaucht sind, schön, aber statistisch schon ein bisschen schwer, da wirklich eine Signifikanz rauszulesen. Das kann funktionieren. Es gibt auch Pattern im Übrigen, da steht hier 100%ige Trefferquote und sind bislang 7 Mal erschienen. Das ist wunderbar. Ich hatte neulich mal vor längerer Zeit so ein Nasdaq-Pattern, also beim US-Index, Nasdaq 100, den Technologieindex. Und das war 100% bei, also es war eine hohe Trefferquote oder bei hohen Wiederholungen. Ich glaube, es waren 10 oder 11 Wiederholungen und dann zum Beispiel auch eine Wiederholungshäufigkeit, das waren, glaube ich, 800 Accounts, also 800 Wiederholungen bei einer Trefferquote von über 90%. Und der Nasdaq hat in dem Zusammenhang auch tatsächlich einen positiven Handelstag vollzogen. Wichtig natürlich hier immer wieder abzugleichen, den positiven Handelstag bei den Indizes ist natürlich hier immer auch wieder mit den Gaps versehen. Wir haben ja auch bei JFD einen 24-Stunden-Handel, also ihr könnt sozusagen bei uns die 24-Stunden-Indizes oder die Kassa-Indizes handeln. Das sind dann sozusagen die Indexentwicklung, sozusagen Xetra DAX, klassischerweise von 9 bis 17:30 oder eben dann auch in die USA rübergeschaut, hier der Dow Jones. Wenn man sozusagen die Präsenzhandelszeiten nimmt, da hat man natürlich bei den Indizes immer wieder ein Stück weit Diskrepanzen, weil natürlich während des Gaps, während des Overnight-Handels, während des nicht offiziellen Parkett-Handels, will ich mal sagen, Kassa-Handels, natürlich hier auch immer wieder Bewegungen entstehen, die es bei den Indexprognosen ein Stück weit schwieriger machen. Nichtsdestotrotz kann man hier auch schöne Treffer landen, aber der Fokus, und das will ich ganz klar sagen, ich bin ja, wie gesagt, Sie haben das vorhin auf der Vita gelesen, seit 2007 doch schon arg Forex verbunden, liegt meines Erachtens hier auch in den Währungen. Also das ist schon die Stärke. Man hat hier mal wieder so ein Bonbon, wenn mal der Euro-Stoxx oder wir haben ja jetzt unlängst eben den S&P 500 dazugefügt oder eben auch den Nasdaq 100, wenn natürlich hier die Indizes sozusagen mit Pattern daherkommen. Hier zum Beispiel heute der S&P hier mit zwei Pattern. Das ist ganz fein und kann man auch, wie gesagt, grundsätzlich nutzen, um sozusagen seine Prognose, seine eigene Analyse, seine Prognose unterstützt zu wissen oder für Intraday-Aktivitäten auch einen Trade zu finden. Aber grundsätzlich hier nochmal darauf achten, die Account-Häufigkeit. Und unter 30 würde ich es ausradieren, würde ich es nicht als relevant bezeichnen. Alles über 30/50 plus ist schon interessant, finde ich auf jeden Fall sehenswert. Und natürlich, klarerweise, wie wir es jetzt eben auch hatten beim Schweizer Franken-Yen zum Beispiel, wenn man dann Richtung 300 oder 245, also alles, was dreistellig ist, will ich sagen, das sind dann Pattern, die haben dann durchaus einen gewissen Charme. Und grundsätzlich eben hier, ich kann das Tool, also wer es jetzt noch nicht in der Demo-Phase hat, ich kann es in den Chat auch reinstellen. Wir haben auch bei der E-Mail-Einladung ja geschrieben, ladet euch das Tool am besten mal runter, weil wir eben hier oben die, und das ist eben das Gute, die Kurzanleitung und auch das große Handbuch zum Forex-Bull jetzt integriert haben, sodass ihr praktisch da auch in aller Ruhe, und das dauert jetzt hier, gut, das große Handbuch ist ein bisschen umfangreicher, aber das dauert jetzt hier keine halbe Stunde, um das zu verstehen, wie man sozusagen sich hier seine Pattern einrichtet. Und ich möchte auch in Zukunft die Workshops dazu nutzen, um eure Fragen auch zu beantworten. Wenn ihr denn hier mit dem Handbuch gearbeitet habt, wenn ihr sozusagen hier mit dem Forex Bull in die Action gekommen seid und dann so ein bisschen Praxiserfahrung auch entwickelt habt, dann könnt ihr übrigens auch hier meinen Kollegen Bernd und mich natürlich kontaktieren. In aller Regel sind wir beide mit den E-Mails identifiziert, sodass wir da auch jederzeit für Fragen natürlich zur Verfügung stehen. Ansonsten info@forexbull.de ist natürlich dann auch vom Hersteller direkt die Kontaktadresse. So, jetzt habe ich im Prinzip die ein oder andere Frage schon beantwortet, nämlich der Will hat gefragt, die Wahrscheinlichkeiten, okay. Also wie gesagt, Prozentsatz, da musst du wissen, geht es grundsätzlich erst ab 60% los. Also hier ist alles, alle Pattern, die hier auftauchen, egal welches ihr nehmt, da werdet ihr kein Pattern finden, was unter 60 ist. Das heißt, hier ist schon mal die Quote über 60 Pflicht. Und ab da wird es für mich relevant. Hier haben wir zum Beispiel ein Pattern von 60,9. Ist jetzt wirklich haarscharf an der Grenze, weil 59,9 wäre nicht dabei, 60 glatt schon, 60,9 ein Prozentpunkt drüber, bevor es rausfliegt, ist eine heiße Geschichte, aber ist durchaus auch ja ein Pattern, was, wenn jetzt die Logik passen täte, hier heute durchaus interessant sein kann. Wir haben dann auch 87 Wiederholungen, ist jetzt wie gesagt auch nicht dreistellig, aber eine Patternfolge, die hier durchaus auf den bullischen Handelstag theoretisch schließen lässt. Das zweite drunter, direkt auch wieder als Beispiel, hat hier eine höhere Trefferquote, knapp 73%, looks good, aber die Anzahl Häufigkeit, Anzahl des Counts, also der Wiederholung sozusagen 11, ganz ehrlich, für die Tonne.
Also nicht relevant. Ja, mag aber auch sein, dass dieses Pattern heute auch ein Treffer ist. Aber worauf ich auch hinweisen möchte, wir haben auch manchmal Pattern mit drei bullischen Setups oder drei bärischen Setups. Dann ist es einfach so, und da ist auch wieder die Finesse des Forex-Bulls natürlich, dass man hier im Prinzip ein Trendmomentum, einen Impuls des jeweiligen Handelstages, hier zum Beispiel 15.10. heute, in Richtung einer positiven Entwicklung hat. Und darum geht es am Ende des Tages auch, dass man hier so ein Stück weit eben dieses Tool nutzt, um auch die Kristallkugel zu benutzen und sagen, okay, heute habe ich eine bullische oder bärische Tendenz für diesen oder jenen Tag. Und da lassen mich dann gleich mal die Kristallkugel hier einstellen, Schrägstrich nutzen. Jetzt am Ende des Tages, und da kommt auch gerade vom anderen Teilnehmer eine Info, interessant, ich verstehe nur Bahnhof, vielleicht bin ich hier wieder zu tight im Setup in der Beschreibung drin. Nicht verwirren lassen an der Stelle. Wir haben jetzt noch gut 30 Minuten. Ich führe euch hier noch ein Stück weit ran, wie man diese Pattern lesen kann. Also wie gesagt, nochmal kurz zum Einstieg. Wenn ihr das Tool runtergeladen habt, machen wir es am besten mal so, dass ich das mal hier am besten vom Szenario her schließe. Dass wir am besten sozusagen ein neues Szenario öffnen. Nein. Und abbrechen. So. So sieht das mal aus, das Tool, wenn es euch runtergeladen habt und wenn ihr dann sozusagen am Start seid. Also völlig blank, ihr wisst gar nicht, was jetzt hier abgeht, was soll ich jetzt tun, was soll ich machen. Dazu nochmal der Hinweis, hier die Kurzanleitung lesen. Das ist wie gesagt keine große Geschichte, das sollte man aber tun, neben dem Webinar selbst sicherlich ein Riesengewinn. Großes Handbuch dann für die tiefere Einarbeitung. Aber hier mit der Kurzanleitung könnt ihr euch relativ schnell wappnen. Und da drin haben wir beschrieben, jetzt ziehe ich direkt mal die Kurzanleitung rüber, wie man sozusagen vorgeht, auch mit einer schönen Einladung. Einladung ist es sowieso, mit einer schönen Einleitung im Rahmen dessen, was hier abgeht, wie man entsprechend hier vorgeht und was man zu tun hat. Ich will da jetzt nicht Punkt für Punkt durchgehen, sondern führe euch jetzt einfach am Live-Tool dem Ganzen entlang und gebe aber den Hinweis, dass ihr eben dieses Handbuch im Nachgang in der praktischen Anwendung durchaus nutzen solltet, Schrägstrich wolltet. Jetzt haben wir ja hier die Kristallkugel. Diese dient, wie gesagt, so einer Art Vorausschau im Rahmen dessen, was der Tag mit sich bringt in so einem Arm, in so einer Art Gesamtoverview. Ich gehe jetzt einfach mal direkt auf FX1. Das heißt, hier kann man die Kristallkugel auch für einen Tag, für fünf Tage, auch für 10 Tage bis zu 20 Tage voraus kristallisiert sozusagen in die Zukunft blicken lassen. Aber ich möchte gleich anmerken, dass natürlich hier diese Kristallkugelvorausschau, dieser Blick in die Zukunft natürlich von Tag zu Tag verwässerter wird. Also am Ende des Tages nutze ich persönlich den Forex Bull sehr gern von einem Tag zum nächsten, weil immer wieder neue Pattern aufgewühlt werden und auch gesucht. Das ist übrigens die KI, die künstliche Intelligenz. Das heißt, jeden Tag werden neue Muster gesucht und immer wieder wird das sozusagen durchgeshakt. Wenn man eben so eine Abfolge hat eines logischen Wiederholungsmusters, mindestens mit 2, 3 Wiederholungstagen, dann erscheinen die Pattern eben in diesem Forex Bull. Und hier zur Kristallkugel erstmal FX1 heißt, ich habe jetzt hier meine Währungspaare, hier speziell die 28 plus Gold und Silber, schon mal definiert. Wie man die Kristallkugel einstellt, seht ihr, wie gesagt, in dem kurzen Handbuch in der Kurzanleitung und dann habt ihr hier sozusagen eben den Overview des heutigen Handelstages im Vergleich dieser Top 28 Währungen. Das sind sozusagen die 8 großen Währungen gecrossed. Das ist auf jeden Fall das, wo ich immer sage, hey, DAX 30, einfach gut, hier mit diesem Tool sozusagen einen Ideenkomplex zu bekommen, wo man einfach sagt, hier möchte ich mich ähnlich wie beim DAX 30 nicht nur auf den Index oder eine Aktie konzentrieren, sondern ich möchte einfach ein Universum aus 30 verschiedenen, in dem Fall Währungen plus eben Gold, Silber, Schrägstrich ist ja bei uns auch als Währungssymbol handelbar, XAG, Silber, XAU, Gold. Und da haben wir heute, wie gesagt, kein Pattern. Aber wir haben hier auf der anderen Seite immer wieder diese Forex-Bull-Tendenz, wo man sagt, aha, okay, wir haben hier Australdollar heute bullisch unterwegs und das sehen wir auch hier unten in dieser Währungsstärke direkt. Ja, das heißt, man hat hier mit dieser Kristallkugel die Möglichkeit, schon mal zu identifizieren, welche Währung für den heutigen Handelstag interessant sein dürfte. Jetzt kommt natürlich der Punkt, gerade der Australdollar bricht heute massiv ein in der Asia-Session. Aber bedenkt, der Forex Bull analysiert den gestrigen Tag und zwar mit Close 22.59 Uhr.
MEZ wird sozusagen die Pattern-Analogie der Tag geschlossen und es beginnt sozusagen die Logik, die künstliche Intelligenz hier Pattern zu suchen. Und was dann natürlich ab 23 Uhr passiert, das ist etwas, wo der Forex Bull seine Vision hat aufgrund der Vergangenheit, aber natürlich nicht die Garantie, dass es auch tatsächlich kommt. So kommt. Und das ist immer das, wo man sagt, hier muss man wirklich drauf achten und abwarten, wie die Signale dann in ihrer Relevanz direkt umzusetzen sind. Australdollar, wie gesagt, heute komplett bullischer Tag aufgrund der Historie. In der Nacht hat sich's umgekehrt. Insofern dürften diese bullischen Pattern, die wir heute hier sehen, ein Stück weit Eintrübung erfahren, was nicht heißt, dass das nicht morgen funktionieren kann. Also, wie gesagt, hier einfach auch ein schöner Überblick, um zu sagen, okay, in die und die Richtung kann es gehen. Die Kristallkugel selber ist, wie gesagt, eine Art Info für den laufenden Handelstag und in der Anlegung, wie gesagt, im Handelsbuch zu sehen, relativ simpel bearbeiten, neu anlegen, dann könntest du die diversen Werte hinzufügen, auch den Zeithorizont entsprechend ergänzen und dann habt ihr sozusagen dann, wenn ihr das einmal angelegt habt, mit einem Klick immer wieder die Kristallkugel. So, jetzt habe ich hier links auf der Seite von meinem Monitor die Szenario öffnen Geschichtchen. Da werde ich jetzt mal das heutige Szenario. Machen wir anders, ich werde es noch nicht öffnen, sondern ich werde euch mal zeigen, wie man ein Szenario anlegt. Das ist das, wie jetzt blank ihr diese Plattform seht, dieses Tool, was man machen muss. Ihr habt zuerst mal alle Werte, ne? Hier ist das Szenario, das wollen wir entwickeln. Und hier, wenn ihr auf alle Werte klickt, sehen wir, was wir sozusagen an Währungen haben, seht ihr auch, was wir an Indizes haben und sehen wir auch, was wir an Terminkontrakten und Rohstoffen haben. Hier würde ich auch natürlich einfach nur ergänzt bemerken wollen, nice to know. Rohstoffe aber bitte ausklammern, weil natürlich hier eher die Terminmärkte gemeint sind und als solches auch die Patternhäufigkeit hier nicht die ist, die ich mir hier wünsche, wenn wir sozusagen ja, signifikante repräsentative Pattern suchen. Also es ist einfach fein, hier sozusagen die Rohstoffe dabei zu wissen. Aber Forex Bull, wie gesagt, Forex 24 heißt auch hier 24-Stunden-Handel. Denn ganz früher, kleiner Input an der Stelle, hatten wir hier die Forex-Analyse nur von 8 bis 22 Uhr. Also eigentlich nur während der European und US-Session und der asiatische Handel war ausgeblendet. Nichtsdestotrotz konnte auch damals der Mike Kock hier über einen Jahresverlauf hinaus eine positive Performance erwirtschaften, obgleich er im Prinzip nur halbe Tage zur Pattern-Analyse genommen hat. Und da kommt auch der Punkt zum Tragen, dass man natürlich hier gerade im Zuge des Einstiegs, des Entries, anhand der Logik, anhand der eigenen Logik, im Rahmen des weiteren, und das ist noch viel wichtiger, des Money and Risk Managements und auch der Trade-Verwaltung hier partizipieren kann. Es ist jetzt nicht so, dass ihr hier einfach nur blindlings Tageshoch eingebt, gleichzeitig Take Profit bei einem Long Setup und dann praktisch einfach Trade abfeuern und laufen lassen. Den Rest macht der Markt. Man muss sich auch schon ein Stück weit damit beschäftigen. Wie gesagt, es ist ein Ideengeber. So, jetzt nochmal die Frage, wie gesagt, dranbleiben für die, wo jetzt noch ein bisschen Bahnhof verstehen. Ich denke, wir klären das weiter auf. Ansonsten Handbuch ganz wichtig. Die Pattern, ansonsten, lieber Alex, von heute sind natürlich hier am gestrigen Abend entwickelt wurden, klarerweise. Also das heißt, die Pattern, die Kristallkugelvorausschau von heute ist anhand der Historie bis zum gestrigen Handelstag entworfen. So, Klaus sagt, Dialogfenster öffnet manchmal nicht. Man muss da mit einem anderen Tab anklicken. Klaus, ich glaube, diese Thematik hatten wir schon. Dieser Mangel wurde abgestellt. Das hatten nicht alle, diese Softwareproblematik. Aber ich würde dich bitten, in diesem Thema direkt nochmal an Bernd zu schreiben, wenn du ihn schon in CC hast oder eben auch an info@forexbull.de. Gegebenenfalls musst du nochmal ein neues Update fahren. Schau einfach mal auch, welche Version du hast. Hier aktuell ist ja die jüngste, die 1.0. 97. Hier an der Stelle übrigens, die neuen Updates werden immer automatisch eingespielt, wenn ihr den Forex Bull startet. Ja, da gibt es dann einen kleinen Hinweis. Neues Update wurde gefahren und dann wisst ihr da auch Bescheid. Jetzt aber, wie gesagt, zu den Auswahlwerten. Darum geht es ja jetzt mal. Wenn ihr eure Wunschszenarien anlegen möchtet, dann würde ich an der Stelle vorschlagen, und da zeige ich euch gleich mal einen Slide von eben meiner Präsentation vorab, wo es eben darum geht, dass ihr hier die großen 8 Währungen reinnimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Im Rahmen dessen, dass der Dollar natürlich hier oben noch dazu steht. Und dann habt ihr hier mehr oder weniger mit den Crossrates die Top 28 plus Gold und Silber. Und damit ist der Währungsmarkt abgedeckt, liebe Leute. Da habt ihr genau die Währungen, die auch vom Spread her akzeptabel ist, weil ihr könnt euch natürlich auch die Pattern hier der Euro-Türkisch-Lira anzeigen oder des, wie sage ich mal so ein,
US-Dollar gegenüber dem israelischen Schekel. Oh je. Oder, wobei die Spreads da ganz gut sind. Also ich will jetzt hier gar nicht so in die Exoten-Währungspaare gehen, sondern wirklich die Crosses aus den Top 8 Währungsräumen dieser Welt. Und dann habt ihr im Prinzip eben hier genau diese Währungen, die ihr dann beim Forex-Pool auch aussuchen könnt, um dann hier im Alle Werte, Forex-Pool, Forex24, hier die entsprechenden Werte auszusuchen. Ihr seht, wir haben viele, viele Währungspaare, auch britisch Pfund, südafrikanischer Rand. Muss man jetzt nicht intraday handeln, ist die Liquidität viel zu gering, klarerweise. Ja. Das heißt, konzentriert euch hier auf die Top 28 und wenn wir jetzt hier den Forex 24 eben aufrufen, dann ist der Australdollar eben auf jeden Fall top, die oberen Paare hier. Und dann müsst ihr nichts anderes tun, als das jeweilige Währungspaar anklicken und Wert zum Szenario hinzufügen. Wusch. Dann wird jetzt erstmal das Pattern gescannt und in das Szenario reingeschrieben und dann sehen wir auch, aha, das ist heute die Pattern-Logik und das Währungspaar versteckt sich dann hier sozusagen auch schon unter dem Szenario-Ordner, Schrägstrich Button. Jetzt wieder zurück. Ein neues Währungspaar. Das heißt, das ist jetzt mal so eine Art, ich will nicht sagen Sisyphusarbeit, aber hier müsst ihr jetzt einfach die einzelnen Währungspaare anklicken, die für euch von Interesse sind. Man kann ja auch beispielsweise, wer jetzt wirklich nur US-Dollar-Paare und die ganz großen handeln will, also Australdollar, US-Dollar, Neuseeland-Dollar, US-Dollar, Euro, US-Dollar, British Pfund, US-Dollar, US-Dollar-Yen, US-Dollar, Schweizer Franken und, kann das natürlich hier separieren und kann sich auch verschiedene Szenarien anlegen, klarerweise. Aber ich gebe eben einen Tipp, schaut über den Tellerrand, macht hier Diversifikation und lasst euch die Top 28 anzeigen. Schrägstrich, wer eben auf Euro-Polnisch Zloty steht, kann auch den noch anzeigen lassen. Aber grundsätzlich jetzt mal hier, nächster Wert zum Szenario Schweizer Franken, Yen, swoosh, auch hier heutiges Pattern. Und wenn wir dann bei Szenarien reingehen, dann sehen wir hier sozusagen diese zwei und eben alle anderen, die ich jetzt auswählen würde. Im Weiteren dann natürlich wichtig, wenn ihr alle ausgewählt habt, dieses Szenario zu speichern. Und jetzt ist der Button wieder auf der linken Seite. Dann könnt ihr das Szenario speichern und dann, wenn ihr es so gespeichert habt, fragt ihr euch immer, wenn ein neues öffnen wird, ob ihr das aktuelle speichern wollt. In dem Fall will ich es jetzt mal nicht speichern, weil ich euch mein eigentliches Szenario zeigen will. Und da sehen wir hier sozusagen die Updates 2020. Das sind im Prinzip, das sind die Währungen dabei, das sind im Prinzip auch die Kryptos dabei. Das ist aber mein Szenario, was ich angelegt habe. Und dann könnt ihr eben auch individuell immer einen Namen geben und auch viele, viele Szenarien letztlich anlegen. So, und dann lasst ihr den Forex Bull starten. Dann geht er sozusagen erstmal in den, sage ich mal, QI-Logik-Modus, das heißt, jetzt wird erstmal die Datenbank geforstet. Jetzt seht ihr hier unten dann auch die Währungspaare, die durchrattern. Jetzt habe ich wieder den typischen Live-Effekt, dass der jetzt sozusagen einen kleinen Hänger hat. Ist aber kein Problem. Liegt meistens an dem ganzen Programm, weil ich MetaTrader jetzt auch noch auf habe. Jetzt hängt er ein bisschen, aber das ist keine Sache. Jetzt ist es so, als hätte es sich aufgehangen. Ist aber nicht der Fall. Die Software arbeitet im Hintergrund. Einfach durchatmen und abwarten, bis hier die Zusammenfassung auftaucht. Dann ist es genau so das Bild, dass wenn ihr euer Szenario eben entwickelt habt, dann eben hier diese Meldung kommt und dann hier auch, und wichtig jetzt nicht bei alle Werte schauen, sondern beim Szenario, ihr dann hier sozusagen die bullischen oben seht und die bärischen unten. Das heißt, das ist hier schon mal der nächste Filter, der hier automatisch stattfindet. Und diese Signale, die ihr heute hier im Szenario seht, das sind auch die, die hier bei der Kristallkugel mit aufgeführt werden. Das sind genau die Pattern, die hier bullischer Natur sozusagen auftauchen und dann entsprechend auch hier zu sehen sind. Ja, das sieht man auch hinten noch eine gewisse Signalstärke. Im Prinzip seht ihr aber genau die Währungspaare, die hier als bullisch auftauchen, als hier auch bullisch definiert. Und wie gesagt, die Kristallkugel ist sozusagen der erste Overview und dann könntest du sozusagen in die einzelnen Pattern hineintauchen. Und spannend an der Geschichte ist natürlich dann auch, wenn ihr zum Beispiel zwei Pattern habt, dass man, wenn man jetzt hier draufklickt, sozusagen also auf ein jeweiliges Pattern, wie beim Euro-Yen haben wir ja zum Beispiel zwei Pattern gehabt. Lasst mich nochmal schnell schauen, wenn mein Kopf richtig liegt, dann hatten wir heute hier die zwei Pattern, genau. Verzeihung. Dann haben wir hier, wie gesagt, wenn wir da auf die Kristallkugel klicken und das entsprechende Währungspaar identifizieren, sozusagen eine Vorausschau, einen Mix aus diesen 2 Tagen, wie sich das Pattern entwickeln könnte. Das heißt, wenn wir 3 bullische Pattern haben und dann hier auf das Währungspaar klicken, dann kommt sozusagen, einmal wechsel jetzt nochmal zurück, und auf das Währungspaar klicken, dann bekommt man sozusagen hier in diesem kleinen Extrafenster immer wieder den Summary des entsprechenden Handelstages. So, und mit diesen Szenarien habt ihr, wie gesagt, jetzt die Prognosesicherheit des Tages, aber abwarten,
Was kann man jetzt draus machen? Und da kommen wir auch wieder zum Handbuch, wo ich dann oder beziehungsweise wir vielmehr auch hier dargestellt haben, was man nutzen kann. Es gibt, wie gesagt, auch die Wochentagsstärke nochmal ergänzen, dass man da auch mit dem Wochentag einhergeht. Den Saisonalitätsindikator, der ist sogar auch noch für Swing Trades interessant. Das heißt, wenn man einen Trade startet, der Intraday schon mal feuert, man erreicht auch seinen Take Profit. Aber vielleicht, wenn man den Trade auch noch ein paar Tage länger halten, hey, dann ist es doch schön zu wissen, wenn ich Euro-Britisch Pfund Long habe, dass der vielleicht im weiteren Septemberverlauf, wie hier dargestellt, bullish ist. Ja, dann kann ich einen kleinen Teil der Position vielleicht noch länger halten, um auch hier einen Swing Trade draus zu machen. Haben wir auch schon häufiger dargestellt. Im Prinzip hochgradig spannend. So, und hier haben wir aber, wenn wir ein Stück weit nach unten gehen, Prognose-Details anzeigen. Hier sehe ich, müssten wir das Ist nochmal da einrücken. Nichtsdestotrotz hier, wie man jetzt vorgehen kann. Und da ist es neben diesem ADX, was ich heute noch gar nicht mal definieren möchte, weil die Zeit schon ein bisschen wegrennt, hier wichtig, dass wir einfach euch Hinweise geben, um die aktuelle Chart-Situation zu bewerten. Und da möchte ich heute hier mal den Schweizer Franken-Yen direkt mal hernehmen, um das auch live mit euch zu besprechen. Jetzt muss ich den gerade mal aufrufen, kleinen Augenblick, ein Sekündchen. Und zwar da auch nochmal zwei Hinweise, liebe Teilnehmer, denn hier ganz wichtig, das Template, was ich euch zeige, Schrägstrich die Version, die ich jetzt mal hier rüberziehe, werden wir in einer gewissen Variante auch in Zukunft zur Verfügung stellen, so dass ihr hier praktisch ähnliche Features seht wie wir hier. Aber wir werden euch auch ein kostenfreies Add-on-Paket schnüren. Es geht im Prinzip hier im 15-Minuten-Chart darum, wo sind die entsprechenden Vortageshochpunkte, gegebenenfalls auch vor Wochentief. Das sind wichtige Preismarken, liebe Teilnehmer. Nicht umsonst werden Hoch- und Tiefs ausgebildet. Das ist kein Zufall. Genau wie wer sagt, technische Analyse ist Kaffeesatzleserei. Weit gefehlt, dann hat er sich nicht genau damit beschäftigt, weil die Charttechnik, die technische Analyse, ist im Prinzip eine Art Massenpsychologie, die man liest, die man am Chart sieht. Man sieht sozusagen, was der Markt tut und denkt. Und wir sind hier in einer großen Preiseffizienz beim Devisenmarkt gerade unterwegs. Und klarerweise sind große Währungsgeschäfte jetzt nicht unbedingt das, wo jetzt der große Währungstrader, wenn er jetzt irgendwo so ein 10 Milliarden Yen-Paket abladen muss, da auf die Pipette schaut und schaut, wie der Chart aussieht. Aber grundsätzlich hat man hier Wiederholungsmuster, die, und da kann man halten, will, was man von davon halten, was man will, die sich wiederum hier ganz klar wiederholen und eben auch Euphorie anzeigen oder auch Angst, Schrägstrich, genau das macht die Forex Bull KI auch, eben hier im Detail auch schaut, gibt es denn Wiederholungen, gibt es statistische Relevanzen und ja, die gibt es durchaus. Jetzt sind wir hier beim Schweizer Franken Yen, wie gesagt, im Intraday-Chart und wir arbeiten dran, das kostenlose Add-on-Paket zusammenzustellen und auch dann noch mit einem kleinen Aufschlag hier ein Template. Und jetzt vielleicht das ganz Interessante für euch, wer von euch hat denn Interesse hier unter Umständen an einem Algorithmus, an einem Expert-Advisor? Hier oben zu sehen, das ist ja praktisch etwas, wo man dann eine Art Template bekommt, was diesem sehr nahe kommt, wo man dann sozusagen einfach, in Anführungszeichen, die Währungspaare identifiziert, die bullisch oder bärisch sind, dann setzt man das Template auf und dann wird sozusagen der Einstieg automatisiert vorgenommen, der Trade sozusagen auch automatisiert überwacht, zum Beispiel nach unseren Regeln nach einem Gewinn von einem R, also wenn man das Risiko einmal verdient hat, geht der Trade auf Break-Even, ist sozusagen dann risikolos und man muss nicht die ganze Zeit manuell den Chart verfolgen. Für wen das interessant ist, bitte hier gern mal in den Chat auch schreiben, weil wir arbeiten, wie gesagt, an dem Expert Advisor, beziehungsweise haben den im Prinzip schon in der Beta-Phase. Läuft schon und das wäre natürlich ein Feature für viele, wo sagen, hey, ich bin jetzt tagsüber nicht alle 15 Minuten am Rechner, kann das nicht so engmaschig überwachen, hätte aber durchaus Interesse, mit diesem Template zu arbeiten. Das ist, wie gesagt, eine Handelsunterstützung, die einem dann natürlich am Ende auch nichts abnimmt im Rahmen der Entscheidung. Man muss nämlich dieses Tool natürlich aufsetzen, aktivieren und auch ein paar Parameter einstellen. Aber es soll nicht so hochkompliziert sein und letztlich einfach nur als Unterstützung dienen. Und grundsätzlich jetzt aber hier zum Live-Chart. Wichtig eben, wie auch in dem Handbuch dargestellt, ist zunächst mal die Asia-Session. Der asiatische Handel, wie gesagt, von 7 bis 23 Uhr und dann als nächstes folgt entsprechend der Opening Price, den ich im Auge habe und ganz wichtig der Pivot Point. Das ist sozusagen hier beim Schweizer Franken Yen
der, man darf sagen, Fingerabdruck des Vortages, also der Mittelwert vom Vortag, den man hier sozusagen auf den nächsten Tag in eine horizontale Linie bringt. Und das sind 115,17 Yen aktuell. Und interessant ist hier, der Schweizer Franken-Yen, ja, bewegt sich noch innerhalb der Asia-Range gegenwärtig, hat einen kleinen Dip nach unten versucht, ist aber vor dem Vortagestief, was wir hier im späten Abendhandel gestern markiert haben, doch wieder nach oben gedreht und befindet sich jetzt momentan in der buchstäblichen Pattsituation. Also wir haben eigentlich noch nichts gewonnen. Und das ist generell für jeden vielleicht auch interessant, der Intraday handelt, denn achtet auf gewisse Hoch- und Tiefpunkte. Deswegen ist für mich auch das Vortageshoch, Vortagestief interessant, Vorwochentief auch, Vorwochenhoch, wie hier drüben zu sehen oder hier oben vielmehr, genauso wie das Vormonatshoch interessant ist. Das sind eben Key-Levels, wo auch im Chart immer ersichtlich sind und wo durchaus Marktteilnehmer hinschauen. Und diese Niveaus muss man im Auge haben, genau wie eben auch die Asia-Range. Das ist der asiatische Handel. Und wenn sich da schon Momentum entwickelt, wie zum Beispiel, gehen wir mal kurz auf Euro-Austral-Dollar, der ist hier zum Beispiel aus der Asia-Range schon massiv rausgezogen, hat aber während der Asia-Range auch schon 107 Pips vollzogen, ja, klassischerweise, und hat dann hier am Ende des Tages letztlich sein mit dem Opening-Preis dann sozusagen seine Average Daily Range sogar schon abgearbeitet. Das heißt, ohne es zu kompliziert zu machen, der ist aktuell schon 125 Pips nach oben gelaufen, wie wir sehen, hat aber eine durchschnittliche Range nur von 93 Pips im Rahmen der letzten 10 Tage. Das heißt, auch hier für mich interessant, die Schwankungsintensität, die der Markt, der Währungsmarkt, in dem Fall das Währungspaar, absolviert hat. Ja, also wie viel Sinn macht es noch, in einen Trade reinzugehen, wenn man dann schon sieht, hier in der Asia-Range ist im Prinzip komplett die durchschnittliche Range abgearbeitet worden, auch wenn die durchschnittliche Range dann hier mit 0 Uhr für den laufenden Handelstag erst startete, ist dennoch hier natürlich zu sehen in der Asia-Session massiv schon durchrannt. Also hier das Währungspaar, egal ob das jetzt bullisch oder bärisch war für den Forex-Bull heute, uninteressant, ja. Weil genau ab dem Zeitpunkt 23 Uhr, das war der Status Quo, wo der Forex-Bull praktisch das bärische Szenario für Euro-Austral-Dollar ausgeworfen hat, fing der schon an, direkt nach oben zu laufen und hat im Prinzip das Pattern schon mal ab Absurdum gestellt. Es ist nicht relevant für heute und schon gar nicht auch in der weiteren Frequenz. Deswegen hier auch einfach Forex-Bull Ideengeber, liebe Teilnehmer. Und da sehe ich jetzt genau, aha, also Euro-Austral-Dollar, wie gesagt, heute bärisches Pattern hat sich eh erledigt. Austral-Dollar, US-Dollar, Aussie als bullisches Pattern genauso. Was bleibt denn da noch übrig? Und dann kann man so ein Stück weit eben seine Anregung holen. Und ja, Schweizer Franken-Yen, schauen wir mal. Sieht ganz interessant aus. Wenn wir jetzt das Paar noch dazu holen, passt das sogar noch mehr. Und da haben wir jetzt hier den entsprechenden Live-Chart und hier das Pattern. Was ich jetzt gerne noch machen möchte, ist die Wochenstatistik mal abrufen. Mal sehen, was da jetzt kommt. Ich weiß es momentan nicht. Ich habe mich da jetzt heute mit Verlaub noch nicht in diesem Button bewegt. Aber schaut's her, das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Wir haben Schweizer Franken-Yen hier in dieser 52-Wochen-Aufteilung, Tendenz mit dem bullischsten Handelstag versehen. Das gibt dem ganzen positiven bullischen Pattern schon mal das gewisse Geschmäckle. Und wir haben im Prinzip, und das will ich hier kurz erklären, mit diesem Volatilitätsüberblick, mit dieser Wochenstatistik. Einerseits mal hier die letzten 12 Wochen im Rahmen der Volatilität, also was ist am Tag zu erwarten, wie viele Ranges bewegt sich das Währungspaar im Schnitt, was passiert in der Woche, und aber hier unten, und das ist sehr, sehr maßgeblich, welcher Wochentag ist denn der stärkste und schwächste. Wir haben einmal die 52-Wochen-Tendenz eben des letzten Handelsjahres, da ist der Donnerstag der bullischste Handelstag, und interessanterweise in den letzten 52 Wochen der Freitag der schwächste ist. Also schon mal gut. Wir haben heute ein bullisches Pattern. Wenn der hier nach oben rauszieht, kann sich hier Action generieren. Und die Totalwochentendenz, die geht je nach Währungspaar bis zu 30 Jahre zurück. Nice to know, schön zu wissen, aber ist das natürlich jetzt dann interessant für den Intraday-Handel? Da kann man drüber streiten. Für mich aber der Wochentag als solcher durchaus ein schönes Beiwerk, was das Tool vom Forex-Bull sozusagen mit ergänzt. Und jetzt haben wir Schweizer Franken-Yen, und da sind wir genau in der Thematik mit den entsprechenden Impulsen. Es wird für heute ein Hoch gesehen bei 115,72 Yen, da wären wir sogar über der durchschnittlichen Range, die hier bei 115,62 gesehen wird, ja. Und das Tief wird bei 115,145 gesehen. Hier sind wir sozusagen aktuell so ziemlich in diesem Bereich, sind sogar ein Stück weit drunter gedippt. Und das sind natürlich die Parameter Hoch, Tief, die der Forex Bull ausgibt anhand der vergangenheitsbezogenen Pattern. Wir haben einen bullischen Grundtag. Wir haben ein bullisches Pattern, was wirklich stark ist, 69%, 254 Erscheinungen. Und wann sollte ich jetzt hier handeln?
Das muss jeder mit seinen persönlichen Setups abgleichen, aber wir geben hier den Tipp, einerseits eben abzuwarten, bis die ASIA-Range aufgelöst ist. Also in dem Fall bullisches Pattern, muss er hier raus, also neues Tageshoch, ein neues Hoch in der European Session machen, um auch Momentum zu zeigen. Wenn das gelingt, sind wir schon mal hier mit einem Pluspunkt oder einem grünen Haken versehen. Dann sollte der Pivot Point überwunden werden. Das ist in dem Fall dann hier zeitgleich der Fall, weil die Asia Session bei diesem Pair eben schon oberhalb des Pivot Point liegt, also die obere Asia Session Begrenzung. Das heißt, hier bei 115,33 hätte man den Buy-Trigger, um zu sagen, hier darf ich reingehen. Denn wenn der Pivot Point hier höher liegen würde, ich gehe jetzt mal auf 115,43 rund, dann wäre, auch wenn wir ein neues Tageshoch machen, der Trigger eigentlich erst gegeben, und das haben wir im Prinzip hier auch entsprechend definiert, dass praktisch der Pivot Point auf Tagesbasis um eben diesen herum entscheidend ist, ja, um hier sozusagen den Trigger zu setzen. Man kann auch hier genau die übergeordnete Trendrichtung noch kalkulieren. Gerade für mich als Rainbow Trader immer wieder schön gewesen, wenn wir einen Abwärts- oder Aufwärtstrend haben im Stundenchart, im 4-Stunden-Chart und dann ich im 15-Minuten-Chart eben suche, einen Einstieg zu finden. Und das ist eben genau das, worum es geht. Man muss hier drauf achten, wie auch der Pivot Point, der Fingerabdruck des aktuellen Handelstages, sich im Chart darstellt. Und wenn der überwunden wird, sozusagen der Mittelwert des Vortages, wir sind in einem bullischen Setup, er wird überwunden, dann hat man hier sozusagen den Kauftrigger. Und das sind sozusagen zwei Parameter, die ich immer mitgebe. Also erstmal Asia Range muss verlassen werden. Das kann man auch manuell im Chart ganz schnell sehen. Oder man hat das Template, was man einfach aufsetzt, um eben dann hier vorher seinen Setup-Punkt zu setzen. Wie gesagt, kein Hexenwerk. Man braucht auch nicht unbedingt das Template. Das kann man mit zwei, drei Linien machen. Aber neben der Abfrage des Algorithmuses, den wir eben zur Verfügung stellen wollen in Zukunft, wollen wir eben auch so ein Template anbieten für alle, die selbst traden, da hat man im Prinzip ja die ganze Mühe nicht. Ja, und die künstliche Intelligenz vom Forex Bull nimmt uns im Prinzip schon mal so eine Grundscreening der Märkte ab. Und mit diesem Template, wenn man es eben hat, dann weiß man gleich, wo ist Vortageshoch, Vortagestief, wo ist der Pivot Point, wo ist alles, was aus unserer Sicht heraus wichtig ist. Subjektiv natürlich, da kann jeder seine eigenen Setups ansetzen und sollte das auch. Aber wie gesagt, hier wichtig, bullisch oberhalb des Pivot Points und verlassen der Asia Range. Also hier Schweizer Franken Yen im Rahmen auch des bullischen Wochentages, wenn der über die 115,33 geht, erlaubt sich ein kleines Potenzial bis zum Vortageshoch. Das wäre sozusagen Intraday der nächste Widerstand, der natürlich hier, ich sag mal, schlanke 7 Pips drüber liegt. Das ist natürlich jetzt relativ dicht, aber wenn er auch darüber gehen sollte, glaube ich annehmen zu dürfen, dass die Power dann mindestens bis 115,62 reicht, Schrägstrich vielleicht sogar bis zum orakelten Hoch bei 115,72. Das möchte ich dem Währungspaar heute auf jeden Fall zutrauen, wenn es passiert. Wer jetzt ungeduldig ist, der kann natürlich hier spekulativ schon innerhalb der Asia-Session theoretisch Long-Positionen aufbauen im Rahmen des Pattern, auch gerade wenn er über den Pivot-Point geht, aber nur nochmal zum Grundverständnis. Im asiatischen Handel wurden schon markante Hoch- und Tiefpunkte gebildet. Und um jetzt weiteres Momentum, auch Trendmomentum zu entwickeln, und ihr glaubt mir, es gibt viele Systeme, die hier Open Range Breakout, Stundencharts, 4-Stunden-Charts, sonst was covern. Das heißt, wenn es einen gewissen Impuls gibt in die eine Richtung, in ein neues Tageshoch oder in ein neues Tagestief, dann schließt sich hier weiteres Kapital an und das entwickelt sich natürlich entsprechend in ein Trendmomentum, in eine Trendbewegung. Und deswegen ist hier Schweizer Franken Yen für heute innerhalb dieser Asia-Range neutral, Pattsituation. Erst wenn der hier oben rausgeht, dann bekommt das Ganze ein bullisches Geschmäckle. Gerade wenn das Vortageshoch auch wieder überrannt wird, sind auch alle die, die gestern zum Beispiel das Vortageshoch sozusagen mitgenommen haben als Sale Point, weil das Hoch wurde gebildet, dann gab es eben einen Rücksetzer. Also haben irgendwelche Leute Gewinne mitgenommen, beziehungsweise das Paar ist eben zur Schwäche geneigt in dem Moment. Wäre dann unter Umständen bereit, wieder reinzugehen, wenn das Vortageshoch gebrochen wird, und das dürfte dann wieder einen Schub erzeugen, sodass es relativ gerade ich dann weiter nach oben laufen kann. Und wenn wir mal so einen, sag ich mal, hochvolatilen Tag haben, dann kann es auch dann mal richtig durchschießen. Ihr wisst, das British Pfund neigt häufig dazu, oder auch natürlich der Goldpreis hin und wieder, dass wir hier einen sehr, sehr extremen Tag haben mit dem, ja, Doppelten der eigentlichen Tagesrange und dergleichen. Und das sind natürlich dann Tage, wo der Forex Bull voll zuschlägt, wenn er so ein bullisches Momentum auswirft und die Range dann auch überschritten wird. Hier muss man einfach auch sehen, gerade mit dem eigenen Risk- und Money-Management angesetzt, wo setze ich den Stopp? Wo ist mein Take Profit? Setze ich den hier radikal anhand der Pattern hochs oder orientiere ich mich auch an den durchschnittlichen Ranges und die Average Daily Range, ADR, oder auch eine andere Bezeichnung mit einem ähnlichen
Logikfaktor ist die ATR, also die Average True Range. Das ist eben so ein Faktor, wo man sagt, aha, hier haben wir so einen Durchschnittswert der Schwankungsbreite und in die Richtung kann es gehen. Wo man da entsprechend seine Take Profits und Stop-Loss-Marken setzt, das muss jeder für sich auch selbst entscheiden. Das Tool der Forex Bull dient hier vielmehr eben ganz klar dem Ideenimpuls, um einfach Währungspaare zu sondieren, die man so wahrscheinlich gar nicht auf der Pfanne hätte. So, und jetzt schaue ich mal kurz in den Chat, was wir da noch haben. So, also erstmal danke für euch, wer, das sind doch schon einige Teilnehmer der Expert Advisor, interessant. Das Template vielleicht auch, aber ich habe jetzt vorhin nur nach dem Expert Advisor gefragt. Wann kann man die Signale in CSV exportieren? Das ist eine gute Frage. Das würde ich hier an der Stelle nochmal aufschieben. Da müsste ich jetzt nochmal den Entwickler fragen. Aber wenn dujenige, der welche bist, der schon vor, ich weiß nicht, waren es 2 Wochen oder 3, schon mal gefragt hat, da würde ich da heute nochmal nachhaken. Ansonsten bitte auch nochmal deinen Reminder schicken, weil das ist etwas, was systemlogisch jetzt nicht die große Herausforderung ist. Man muss es nur programmieren, sodass du die Signale dann auch gern ummünzen kannst, um natürlich dann auch hier statistische Relevanzen noch mehr abzufedern und dergleichen allokiert zu wissen. So. Dann, ja, interessant. Thomas fragt, EA MT5, momentan MT4 in der Grundentwicklung, aber ja, klarerweise, wir wollen natürlich auch hier den Kunden mehr und mehr auf den MetaTrader 5 vielmehr orientiert wissen. Das ist eigentlich das, was ich sagen möchte, weil natürlich der MetaTrader 5 mit seinem Multi-Asset-Ansatz, echten Aktien und natürlich darüber hinaus auch mit einer besseren Schnelligkeit mit einem, es müsst ihr auch wissen, ist ein 64-Bit-System, der MetaTrader 4 ist ein 32-Bit-System, also hier auch langsamer, nicht so funktional, hat begrenzte Symbole. Der MetaTrader 5 ist einfach, auch wenn er optisch ähnlich aussieht, die bessere, klarerweise upgegradete Version. Und insofern kann jeder, der den MetaTrader nutzt, gern schon auch direkt den MetaTrader 5 nutzen, weil wir auch den EA und auch die Templates natürlich auf den MetaTrader 5 einschießen werden. In der Entwicklungsphase selbst war es im 4er, aber das macht jetzt den, ich sag's mal mit Verlaub, den Brei nicht fett. So, hey, Heidrun ist auch zugegen gewesen, beziehungsweise zu spät gekommen, wie ich gerade sehe. Pfund war ja heute, wie gesagt, schon im Devisenradar im Fokus. Insofern kein Problem, aber natürlich die Schwerpunktinhalte, die du heute hast, nicht mitnehmen können. Nichtsdestotrotz, Empfehlung, 14 Tage kostenlos testen. Ansonsten Lizenzgebühr im Rahmen des geistigen Eigentums mit 1 € pro Tag ist jetzt meines Erachtens für die Masse an Signalen und Tools, die man hier nutzen kann, auch keinesfalls zu viel verlangt. Und ansonsten hier eben die Updates im Rahmen der Kurzanleitung und das große Handbuch mal durchgehen. Da wird einem schon das Tool sehr gut dargelegt. Und hier, wie gesagt, Schwarzer Franken Yen ist jetzt einfach Putt nach wie vor, abwarten, ob der ausbricht. Wenn er ausbricht, auch wichtig, dann sollte auch Momentum reinkommen. Auch das gibt's, dass die Signale manchmal, wenn sie schon an Fahrt gewinnen, hier dann ihren Drive verlieren. Da muss man natürlich dann auch wieder nach eigenen Risk-Management-Regeln den Stop nachziehen oder das Risiko rausnehmen, wenn das Momentum fehlt. Das ist etwas, da sind wir dann direkt schon beim Trade-Management und das muss auch jeder für sich selbst entwickeln. Ansonsten noch eine Frage mit dem kleinen Chartfenster, da gehe ich gerne nochmal drauf ein. Worauf ich auch eingehen will, lass mich kurz nochmal den Hinweis geben für alle, die den Forex Bull jetzt erstmalig gesehen haben. Wir haben natürlich auch täglichen Content im Rahmen des Devisenradars. Das habe ich jetzt, glaube ich, hier. Ich scroll gerade mal die Slides durch. Im Rahmen des Devisenradars und natürlich auch des Trading Rooms, da sind Sie, also hier ganz kurz mal der Slide, täglich ab 9.30 Uhr gibt es aktuelle Setups rund um den Währungsmarkt. Ich stelle euch auch gleich den Link nochmal rein zu unserem YouTube-Channel. Grundsätzlich hier ganz, ganz wichtig, dass ihr da diesen Kanal abonniert, dann kriegt ihr sozusagen immer die Infos, was für Livestreams wir haben und am Ende des Tages sind je nach Setup immer mal wieder auch Forex Bull Pattern drin, aber natürlich kann ich nicht alle durchgehen oder auch, wenn es denn mal ein Pattern gibt, aber ich lieber Gold analysieren will, weil es heute einfach interessanter ist, findet das auch statt, aber generell hier im täglichen Devisenradar auf YouTube findet ihr stets dann mögliche Signale und dann ist auch in Zukunft geplant, dass wir das Ganze im Trading Room integriert wissen, der bei uns ja hier jeden Tag 10 Uhr startet. Markus Glebe, Andreas Bernstein sind dort
die Protagonisten und ich stoße hin und wieder dazu. Im Jahr 2021 werden wir das sogar noch ein Stück weiter aufrollen, sodass wir dann auch noch mehr Forex-Schrägstrich den Forex-Bull im Trading Room zum Thema machen und dann eben zum Beispiel auch hier solche Live-Trades direkt besprechen. So, Will fragt, kann es auch mal sein, dass das Signal einen Tag später kommt? Das ist eigentlich relativ unmöglich, es sei denn, man hat die Kristallkugel auf 2 Tage angelegt. Wie gesagt, das geht, dass man hier mehr oder weniger den Forex Bull auch auf 5 Tage sozusagen mal vorausschauen lässt. Ich lasse das mal kurz einladen. Da seht ihr praktisch einfach hier die, man kann das im Prinzip am Sonntag schon starten, die Wochentendenz eines möglichen Währungspaares. Das hatte ich neulich auch beim Euro-Britisch Pfund mal dargestellt. Durchaus zweckdienlich, wenn man auch überlegt, aus einem Intraday-Trade einen Swing-Trade zu machen. Doch klarerweise wird das Ganze jetzt dann immer grauer. Ja, weil natürlich der heutige Tag A noch nicht abgeschlossen ist und B der morgige überhaupt nicht feststeht, aber die Kristallkugel schon mal generell in die Richtung schaut, was könnte dann passieren? Und da sehen wir natürlich hier auch mit dieser Vorausschau mal auf die kommenden 4 Tage inklusive den heutigen Tag kann man jetzt im Prinzip auch nutzen, welche Paare hier rausstechen. Da steht eben, das ist ganz witzig zu sehen, der Schweizer Franken Yen auch für Freitag mit dem bullischen Pattern bereit und kommende Woche Mittwoch. Das ist aber natürlich schon sehr arg orakelt. Also nochmal nice to know. Hier aber der Input schaut lieber auf die Tagessignale, also hier von Tag zu Tag. Das einfach mal hier an der Stelle mitnehmen. Da haben wir auch jetzt hier nochmal einen großen Fundus über die Währungsstärke, bullisch, bärisch und dergleichen. Aber wie gesagt, je nach Anzahl und Prognosehorizont kann das natürlich variieren. Ich würde aber, wie gesagt, immer nur den Eintagesprognosehorizont wählen. Ihr könnt hier bis zu 20 Tage in die Zukunft schauen, aber umso mehr verschwimmt die Realität, will ich mal sagen. Hier, wie gesagt, hier unten das kleine Pattern, lieber Alex, das ist im Prinzip anhand des Barcharts, ähnlich eben einem Candlestick-Chart, eben hier nur die Barchart-Variante, dass man hier das, und das sieht man ja auch, wenn man hier draufklickt, das Grüne sind die ermittelten Pattern vom Forex-Bull, um daraus die entsprechende Prognose abzuleiten, die man A hier sieht und B in diesem Chartfenster auch weiß als weißen Barchart identifiziert bekommt. Alright. So, liebe Teilnehmer, wir sind klassisch gesehen sogar schon über dem Zeitfenster, aber ich erlaube mir zu sagen, die Hütte war voll, also wirklich vielen, vielen Dank. Für die Einsteiger, die gerade am Anfang die 1 geschrieben haben, gebt uns bitte gern Feedback. Was hat euch besonders gefallen? Was sollten wir besser machen für die zukünftigen Workshops? Ich meine, ich stecke relativ stark seit vielen Jahren im Thema drin. Deswegen mag es sein, dass ich das ein oder andere zu schnell abhandle. Deswegen würde mich wirklich interessieren, was hat euch so super gefallen? Auf was sollten wir mehr eingehen? Was wäre hier am Ende des Tages das, was ihr euch wünscht? Denn wir bei JFD wollen natürlich die Workshops und auch generell Webinare auf euch abgeglichen wissen. Wir wollen euch abholen und da bringt es natürlich nichts, wenn ich da aus meiner eigenen Brille irgendwas orakle, prognostiziere oder philosophiere oder definiere oder analysiere, sondern wir wollen einfach da mit euch zusammen eben arbeiten. Deswegen gibt es uns gern Feedback eben an die JFD Bank. Ich schaue mal, ob ich das auf meinem Slide habe. Ansonsten zeige ich es euch gleich nochmal direkt auf der Website. Aber ganz, ganz wichtig, dass man natürlich hier aktueller Folie haben wir es nochmal, support@jfdbank.de könnt ihr schreiben oder .com, wie es hier steht, findet auf jeden Fall sein Ziel. Gebt uns da bitte gern ein Feedback, gebt uns da bitte gern Infos, was wir besser machen können. Und die Aufzeichnung werden wir dann auch wieder zur Verfügung stellen. Klarerweise, es gab zuletzt dann hier und da mal einen Aufnahmebug, ist aber heute nicht geschehen. Die Leitung war stabil. Insofern, lieber Max, dürften wir hier ganz klar an euch rangehen. Peter schreibt, es gibt im Tool kaum was verstanden. Es gibt im Tool kaum was verstanden. Okay, Peter, nochmal bitte definieren. Den Satz, das habe ich jetzt selbst nicht verstanden. Wenn das zu schnell für dich ging, das Tool sozusagen nicht nachvollziehbar war, gebe ich den Tipp hier, einfach die 14 Tage nutzen oder generell für einen Monat abonnieren. Kostet, wie gesagt, so viel wie ein Pizzabesuch für 2 Leute. Im Grunde genommen, die 30 Euro sind sicherlich zu verschmerzen, gerade in dem, wenn man das Tool zu schätzen weiß. Und hier die Kurzanleitung, da wird es im Detail nochmal erklärt. Vielleicht hilft dir dann die Aufzeichnung nochmal, aber gebt uns, wie gesagt, nochmal Feedback, auf was soll ich nochmal eingehen. Hier zum Beispiel, das sehe ich auch gerade insbesondere beim Alex, immer anhand eines aktuellen Beispiels erklären. Genau, da haben wir heute eure Schweizer Franken gehabt. Ich weiß natürlich nicht, wie
hier die Pattern jeweils sind, wenn ich jetzt das Webinar anlege für Dezember. Aber ich gebe euch auch den Tipp, hier im Guidance Stream haben wir im Prinzip, wo waren das mit dem Gold, das fand ich so mega spannend, wo wir den Goldpreis aktiviert hatten. Moment, schau mal, ob ich das finde. Genau. Hier hatten wir ja auch einen Artikel zum Goldpreis, wo ich auch den Forex-Bull mal erklärt habe. Also schaut es da auch mal rum. Hier haben wir wieder die Asia-Session. Hier war das prognostizierte Tagestief. Da hat es mal, muss ich wirklich sagen, auf die Cent-Unze hin fast hingehauen mit dem theoretischen Hoch und dem theoretischen Tief, auch mit dem bullischen Setup des Goldpreises. Hier also, wie gesagt, auch der Tipp, liebe Leute, im Guidance-Stream, Schrägstrich auf den Gottmau Trader oder auf Facebook veröffentlichen wir ja immer wieder auch Pattern der Vergangenheit. Insofern lohnt es natürlich, uns hier zu folgen, auf Facebook zu folgen. Instagram bauen wir auch aus. Hier einfach dran zu bleiben und sozusagen mit in die Familie der Forex-Bull-Anwender zu kommen. Und am Ende, versteht es mich nicht falsch, ist es aber immer wieder eine sehr, sehr individuelle Brille, wie man das Tool zu nutzen weiß. Ihr bekommt hier auf jeden Fall Handelsideen, mal mehr, mal weniger, mal in einer Woche nur 5 Signale, die wirklich gut waren, manchmal wieder durchaus 30 Signale. Das heißt, hier muss man auch ein bisschen Kontinuität mit sich laufen. Und da empfiehlt es sich durchaus auch mal über die 2 Wochen, die 14 Tage Testzeitraum, auch mal die 4 Wochen zu testen, weil dann habt ihr einfach einen größeren Umfang im Rahmen der ganzen Erkenntnisse, die es hier zu ernten gilt. Okay, Michael, vielen Dank. Es freut mich auf jeden Fall, dass dir der Workshop gefallen hat. Viele Infos, glaube ich, gern. Wie gesagt, deswegen gebt uns bitte gern auch ein Feedback, was für euch von Interesse ist. Wie gesagt, ich hatte ja hier auch noch 40 Slides dabei. Das hätte den Rahmen dann definitiv gesprengt. Und insofern würde ich es dann eigentlich für heute dabei bewenden lassen wollen. Wenn ihr mögt, folgt uns auf jeden Fall wieder auf den bekannten Medien. Gern morgen früh beim Devisenradar. Vielleicht haben wir wieder ein richtig starkes Pattern zum Freitag. Wir werden es beobachten, wir werden es sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen erfolgreichen Donnerstag. Freue mich, wenn wir im Kontakt bleiben, wenn ihr bei JFD natürlich Kunde seid und bleibt und werdet und wir gemeinsam den Erfolg krönen im Rahmen dessen, dass ihr eure Handelsergebnisse verbessert. Also in dem Zusammenhang, auf bald, viel Erfolg bei allem, was ansteht und beste Grüße sendet Chris. Ciao dabei.